Am Sonntag, den 25. April, gab es in Rostock eine echte Premiere. Zum allerersten Mal überhaupt wurde in Mecklenburg-Vorpommern ein Baseballspiel ausgetragen. In einem Freundschaftsvergleich trafen die beiden einzigen Teams des Landes aufeinander, die Rostock Buccaneers und die Rostock Grizzlies. Für das Seeräuber-Team von Trainer Henry Ramthun war es das zweite Spiel in der Vereinsgeschichte, für die Bären von Thorsten Schreuf das allererste. Bei schönstem Wetter kamen beachtliche 150 Zuschauer in den Sportpark Gielsdorf. Buccaneers-Coach Ramthun musste zu Beginn mit ansehen, wie die Grizzlies vom PSV Rostock den besseren Start erwischten und mit 4:1 in Führung gingen. Doch die Anfangsnervosität konnte abgelegt und der Rückstand aufgeholt werden. Die Punktzahl konnte Inning für Inning erhöht werden. Die Trainingseinheiten zeigten erste Erfolge. Vor allem für die Buccaneers sollte diese Partie eine Generalprobe sein, denn nur ein Jahr nach der Vereinsgründung startet das Team am 1. Mai in die Landesligasaison von Schleswig-Holstein und Hamburg. Die Grizzlies wollen dieses Jahr lediglich Freundschaftsspiele und Turniere bestreiten und möglichst bald gemeinsam mit den Buccaneers in einer MV-Liga spielen. Teams aus anderen Städten des Landes werden dafür dringend gesucht. Auch aus organisatorischer Sicht musste vieles erstmals den Härtetest bestehen, zum Beispiel der selbstgebaute Backstop, damit ein verunglückter Ball auch gestoppt wird. Auch ein Stand mit Getränken und Hotdogs sowie Fanartikeln erlebte seine Premiere. Im Laufe der 7 Innings konnten sich die Buccaneers immer mehr absetzen, sehr zur Freude von Clubchef Daniel Mucha, der den vielen Zuschauern, die den amerikanischen Volkssport noch nicht so verinnerlicht haben, das Spiel über Mikrofon erklärte. In dieser Begegnung klappte beileibe noch nicht alles. Auf beiden Seiten wurden Fehler gemacht. Aber dafür ist ein Testspiel da, um diese zu erkennen und das nächste Mal besser zu machen. Diesen Freundschaftsvergleich gewannen am Ende die Rostock Buccaneers deutlich mit 18:6. Dies war aber nebensächlich, denn es ging eher darum, den Zuschauern die Randsportart Baseball näher zu bringen und sie dafür zu begeistern. Dennoch war Co-Trainer Eddie Napoles stolz auf sein Team. Ja, ich wollte meine Mitspieler und die ganzen Kollegen und die ganze Unterstützung von dem Publikum heute, dass wir so ein schönes Spiel geliefert haben. Und mein Stolz ist, dass in so wenig Zeit und so wenig Training, die wir die Möglichkeit hatten, so gut gespielt haben. Am Ende gab es ein Erinnerungsbild von dieser Baseball-Premiere in Rostock und die Buccaneers durften sich nach dem Spiel auch ein Siegerbier genehmigen. Das nächste Heimspiel findet am 15. Mai gegen die Hamburg Steelers statt.